Ja, gut, das war jetzt nicht wirklich viel angenehmer als das Steinbett in Markas. Dazu war es auch noch zugig und man hat andauernd dieses komische Klickergeräusch gehört. Als wenn jeden Moment irgendwelche Riesenkäfer aus dem Boden kommen würden. Also eine ruhige Nacht war es nicht. Besonders entspannt war es auch nicht, aber gut. Ist durchgestanden. Sammeln wir das hier mal alles ein. Wie geht's dem Markus? Er ist hungrig, durstig und nicht mehr müde. Das ist okay. Das heißt, es gibt Brot mit Käse und kein Hühnchen, weil du bist schon voll, okay? Aber was zu trinken geht noch. Jupp. Okay. Das Lagerfeuer lassen wir mal hier. Nur für den Fall, dass wir nochmal irgendwo rasten müssen. Also hier rasten müssen, nachdem wir uns da draußen umgeguckt haben. Bei den Forspawnen. Man weiß ja nicht. Und ich denke, wir sollten jetzt erstmal Holz hacken. Als allererstes. Damit schon mal was bei Ellie in den Satteltaschen ist. Und wir nicht total durchgefroren Holz hacken müssen am Abend. Wenn es denn nochmal dazu kommen sollte. Wow! Guten Morgen! Ja, schüttelst du den Kopf, ne? Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Alles gut, Mädel? Okay. Nein, das war falsch. Du, so, klick. Genau, Holz hatten wir nicht. Aber wir können das Zelt verstauen, das eine Feuerholz, die große. Nein, passt schon wieder nicht. Das ganze Gold. Nein, kein Gold verstauen. Das geht. Okay. Holzhacken. Wirklich Holzhacken? Was sagst du, Ellie? Na, da war der Hund wesentlich interaktiver. Der hat wenigstens Ja und Nein angedeutet. Na komm, lassen wir es mit dem Holzhacken. Gehen wir gleich töten. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Im Notfall reiten wir einfach schnell in eine andere Stadt, anstatt hier stundenlang Holz zu suchen und ein Lagerfeuer aufzubauen und. Nee. Oh, stopp. Säbelzahntiger. Hatte ich zuerst ignoriert, weil wir brauchen weder Fleisch noch Felle gerade. Aber die Zähne und Klauen und dergleichen sind doch recht wichtig für unsere Alchemie. Also machen wir mal das da. So. Und nehmen wenigstens die mit. Was haben wir da? Zahn, Auge, Klauen und einen guten Knochen. Okay. Da lang. Letzte Nacht hatten wir das Forspawn-Lager gefunden. Oh, da ist wieder der Bär. Das Forspawn-Lager gefunden südlich. Also in der Richtung irgendwo. Von dem Banditenlager. Den Bären überfallen? Nee, komm. Lass mal. Wenn der einmal anstürmt und einen Prankenhieb macht, dann fliegt Markus vom Sattel. Das wäre nicht so. Toll. Also entweder das oder Ellie kippt um, was noch schlimmer wäre. So, hier oder noch weiter südlich? Gehen wir da rum. Sieht tagsüber alles so anders aus hier. Gucken wir mal da hoch. Oh, noch ein Bär. Ja. Wir gehen ja schon. Schnell. Es kommt mir ein wenig zu weit vor. Ja, und hier ist auch Ende. Gut, hier war es also nicht. Und Markus wird langsam kalt. Ja, lässt sich nicht ändern. Tut mir leid. Dir wird schon gleich warm werden, wenn du Forstwarner schlägst. Okay, reiter den Bären vorbei. Ja. Weiter. Das ist es nicht. Wölfe. Na komm. Komischer Steinkreis. Aber nein, hier sind wir definitiv falsch. Zurück, bevor ich den Weg zurück nicht mehr finde.
hoch. Schwert weg. Okay. Banditenlager finden und vom Banditenlager aus einfach mal ein wenig... Ja, der Bär ist noch da. Vom Banditenlager aus einfach ein wenig umschauen. Ich glaube, das war fast in Blickreichweite von dem Banditenlager. Also irgendwo... Hier ist das Banditen... Ah! Hier vielleicht lang und nicht das Talding da entlang. Ja, 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 das schaut gut aus. Da, da war das. Okay, Ellie verstecken wir mal hier. Komm, steig ab. Steig. So. Gott. Du bleibst schön da. Wir gehen Forceborn töten. Hier in der Nähe wurden auch die beiden Banditen von den Bären zerrissen, oder? Wäre vielleicht noch ganz interessant, mal zu gucken, was sie so dabei hatten. Weil Heiltränke, ne? Könnten wir noch ein paar gebrauchen. Einen kleinen könnten wir jetzt schon trinken. So. Und Bogen in die Hand. Welche Pfeile hast du? Stahlpfeile, gut. Haben wir gar nicht mehr so viele dabei. Sollten vielleicht auch immer so einen kleinen... Oh, guten Morgen. Doch, warum musstest du genau zu dem Zeitpunkt... Ausweichen. Schnaufen, verschnaufen, verschnaufen. Zack, tot. Ich hatte eben gerade aber noch eine Stimme gehört. Wow! Nicht stehen bleiben. Von da kommt das, oder? Au. Bärenfalle. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib hier. Da. Okay. Kurz verschnaufen. Markus ist nämlich ganz schön aus der Puste. Von dem ganzen Schießen, Schlagen, in Bärenfallen tappen und was weiß ich. Oh. Okay, warten wir, bis das nächste Mal schießt. Dann stürmen wir dazu. Gott. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 tote Forceborn. Schon mal ein guter Anfang. Schießt noch irgendwas, pöbelt irgendwas, macht irgendetwas Laute. Nö, ich höre nichts. Markus auch nicht. Also gut. Dann schauen wir mal nach leichter Beute, wollte ich gerade sagen. Wir sind schon fast am Limit. Und Heiltränken. Naja, keine Eisenpfeile. Bögen lassen wir auch erstmal da. Hm. Oh, sehr guter Heiltrank. Und Silberpfeile, Stahlpfeile, ja doch. Lohnt sich doch manchmal in die reinzugucken. Auch wenn sie sonst fast immer das gleiche dabei haben. Also ihre Rüstung, diesen komischen Helm, ihre Waffen und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit zu essen. So tolle Sachen sind eigentlich die Ausnahme. Also die beiden jetzt, der eine mit dem Kristall und der andere mit dem Heiltrank, das ist selten. Und wir sind überladen, weil irgendein Trank ausgelaufen ist. Wahrscheinlich. Gut, lass den Bogen mal hier. Und was für Ringe und Amulette tragen wir eigentlich gerade? Einhandwaffen ist gut. Und mehr Leben ist auch gut. Ja, das können wir so lassen, wie es ist. Keine pöbelnden Stimmen, nein. Zieht trotzdem schon mal das Schwert. Oh, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Oh oh. Ah, das ist eine Magierin. Das war eine Magierin. Die können teilweise echt garstig sein, also die Forsworn-Magier. Warum sind wir schon wieder so langsam? Oh, weil ich... Okay. Trink noch einen Schluck und schmeiß irgendwas weg. Was? Ja, das Schild hier zum Beispiel.
Schlösser, Knacktrank und Vampirpulver. Ja, das kommt mit. Okay, hier draußen umschauen und danach gucken wir rein. Sieht irgendwie schön mollig da drin aus. Also, warm, nicht gemütlich. Was haben wir hier? Eine Eisenaxt? Nein. Tränke kommen mal mit. Irgendwo noch eine Truhe vielleicht? Sieht so aus, als wenn eine Truhe sein könnte. Huhu. Bist du wenigstens schön warm? Ja. Okay. Kurz aufwärmen. Dann weiter. Was haben wir da? Einen kleinen Unterstand. Können wir auch gleich hinschauen. Soweit, so gut. Also scheinen nur normale Forsworn zu sein. Keine von der verrückten Art, die sich selber das Herz rausreißen lassen. Oder wie auch immer das abläuft. Das hat Markus ja noch nicht ganz verstanden. Er hat sie nur gesehen bisher. Die Briarhearts. Und die waren nämlich teilweise ganz schön garstig. Aber bisher ist hier alles ruhig. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, wir können hier mit etwas Glück einfach so durchhuschen. Und den Auftrag abschließen. Ellie herholen, ja oder nein? Ja, an der Stufen. Ja, dann lieber nicht. Aber allgemein ist es schon recht praktisch, Ellie in der Nähe zu haben. Falls da drin mal irgendwas nicht so gut läuft, dann können wir nämlich schnell raussprinten aus Pferd und gib ihm. Gerade mit der schweren Rüstung ist es doch schon, ne? Nicht immer so leicht, aber was soll's. Durchatmen, rein da. Und gucken, ob es enge Gänge sind oder ob wir gleich den Bogen zücken. Lange Gänge. Lange Gänge ist gut. Zieh Bogen. Wie viele Stahlpfeile haben wir noch? 13. Oh. Geld. Stahldolch. Und nix. Sieht aber irgendwie aus, als wenn hier Fallen wären. Ich weiß auch nicht. Oh. Ja, definitiv Halle. Klick. Eisenbarren. Ernsthaft? Nein, danke. Oh. Ja, ich weiß schon, warum Markus das mit der Schwertspitze aufgemacht hat und nicht hier vor mit den Händen. Ah, da war das Ding. Hier war so eine kleine Halterung und das war wahrscheinlich mit einem Seil verbunden. Ist mir völlig entgangen. Na gut, das ist wohl auch der Sinn an Fallen, hm? Dass man sie nicht sofort entdeckt. Du stehst nicht mehr auf. Okay. Untote. Werden also wohl Untote sein. Untote und Fallen und wahrscheinlich Feuerbälle und all sowas. Aber was soll's. Wir haben den Auftrag, das, was auch immer das hier ist, diese Gruft anscheinend zu säubern. Auch wenn ich ehrlich gesagt eher damit gerechnet hätte, dass sie drin Forsworn sind. Aber gut. Kann man nicht immer vorher wissen.